We record video inside the car for your safety and support. As a reminder, keep your hands and arms in the car at all times. Let's cruise. Und hier zeigt jetzt an den Weg, den wir fahren werden. Wir fahren jetzt zu Fillmore Street, zu Palmer's Tavern, das ist ein kleines Restaurant dort. Wir fahren also 8 Minuten. Wahrscheinlich so 1,5 Kilometer. Wow, ja, ich hoffe, es kommt irgendwo mal ein Passant oder so. Ich bin total gespannt, wie es reagiert. Ja, es kommt schon noch. Ihr seht vielleicht, ihr hört vielleicht auch im Hintergrund das Ventilatorengeräusch, das sind die Computer. Wir können auch Musik einschalten, wenn ihr wollt. Ja, ja, es gibt also hier Radio-Knopf. Ja. Kann man, wenn man will, Musik einschalten. Ladies? Das ist zu alt. Zu alt? Das ist meine Jugend. Ist jemand von euch schon mal das Waymo-Auto gefahren? Das Waymo noch nicht, nein. Ich bin Navi einmal gefahren. Mhm. Ja, aber das Waymo noch nicht. Da bin ich auch auf der Warteliste. Da warte ich schon ganz begierig. Obwohl, da kann man ja in Phoenix fahren. In Phoenix ist es schon offen für alle. Ah ja. Und jetzt zu anderen selbstfahrenden Autos, hast du einen Vergleich? Ich habe FSD Beta auf einem unserer Autos. Ja, die sind mal gefahren. Das ist auch schon relativ gut, aber es ist ein völlig anderer Ansatz als das, was die hier machen, die 3-4 verschiedene Sensormodalitäten haben, also von LiDAR, Kameras, Radar, Ultraschall hat Tesla ja nur Kameras, die sie verwenden. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Der auch anders greift, ja, nicht auf Geofans, also wirklich auf eine Region ausgerichtet ist, die ganz eng ist. Oh, hier sind sie. Oh, ja, da wow, sind sie alle. Super cool. Das wusste ich nicht, dass da so viele hier sind. Und vor uns ist auch eins. Die ganze Garage. Ja. Cool. Sind die alle awesome. Driverless um die Uhrzeit? Um diese Uhrzeit sind ungefähr 60 Fahrzeuge driverless. Von wie vielen? Wie groß ist die Flotte? Ich glaube, sie haben 170, aber 60, mit 60 dürfen sie fahren. Okay, weil die Lizenz für 60 nur ist. Sie haben eine Lizenz jetzt angesucht für 5.000. Was kosten die in der Produktion? So ein Auto, so wie du es hier siehst, ist vermutlich um die 300.000 Dollar wert. No. Ja. Wirklich? Mit der ganzen Elektronik? Ja. Wow. Und haben die irgendwelche Ideen, wie sie vielleicht den Platz vorne besser nutzen für Fahrer? Ja, sie haben bereits ja ein Design, sie haben ja bereits die ersten Prototypen, Testtypen für fahrerlose Fahrzeuge, die gar keinen, die anders ausschauen. Das sind völlig neue Fahrzeugtypen, die können nehmen kein Hin und Vorne, die fahren einfach in beide Richtungen an. Du sitzt gegenüber wie in einem Zug. Ja, Zug hat so ein Fahrzeug, bei Cruise heißt das Cruise Origin. Ja. Und dann haben sie auch jetzt Geld aufgestellt, so wollen sie jetzt 1000 Stück davon bauen, haben sie jetzt die ersten Straßentests begonnen. Von denen. Und Zoox beginnt jetzt mit ihrem Fahrzeug ab Frühjahr in Las Vegas einen Taxibetrieb, also einen Betrieb, wo sie dieses Fahrzeug dann dort testen und dann auch wiederum in San Francisco ein bisschen später. Und wie fühlt man sich? Normal. Also relativ rasch ist es normal. Ja. Die ersten Minuten ist so aufregend und dann gewöhnt man sich daran. Ne? Also ich glaube, hinten dran fühlt man sich sicherer, weil es wenig Veränderung ist. Ja. Aber wenn ich jetzt auf dem Beifahrersitz sitzen würde, würde ich, glaube ich, mehr. Du, der winkt. Der winkt. Das ist ein visueller Blinker. Da, dort. Siehst du das? Rechte Seite. Oh ja, ja. Das muss ich mir jetzt einmal anschauen, was das genau ist. Ist es ein Blinker oder versucht er den Sensor auszurichten? Ja? In die Ecke. Siehst du das? Über dem Rückspiegel. Ich weiß es nicht. Für mich über ist es wie ein Sensor. Siehst du das? Ja, der muss ja auch die ganze Zeit wahrscheinlich die Region abfilmen und. Nein, das ist kein Blinker. Sensor, der macht das auch. Der macht das auch. Die machen das beide. Ach, das ist mir bisher nicht aufgefallen. Ah, wieder was gelernt. Jetzt meine 14. Fahrt. Oh wow.
gab es da schon mal irgendwie, hat schon mal was geruckelt oder ist beim Passanten doch irgendwas nicht so ideal? Ja, es gibt, ich glaube, einen Passanten, der ist halt durch die Büro über die Straße gegangen. Da ist er dann, kurz einmal stehen geblieben, dann gab es einmal eine Phantombremsen. Aber das sind so kleine Glitches, die du halt hast, die du jetzt eben lernen musst. Das Fahrzeug fährt das. Jetzt fährt es relativ smooth und auch zügig, wie du merkst. Ja. Das ist natürlich sehr interessant. Also, eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Ich glaube 35 Meilen pro Stunde fahren sie hier in der Stadt jetzt. Das fährt wirklich in der Stadt, geht nicht auf den Highway momentan. Und ich habe schon jede Menge an Sachen gesehen in diesen 14 Fahrten jetzt. Das ist die 14. Fahrt hier von Rollstühlen, also Leute mit Rollstühlen drüber gehen oder die bei einfach so über das Auto, vor das Auto steigen. Ja. Oder einer, der uns geschnitten hat. Ja. Und dann natürlich aber auch die Leute, die das sehen, dass da keiner Fahrer drinnen sitzt, sondern auf das Auto zeigen und ganz, ganz begeistert hinschauen. Weil sie, und dann selber, ich spreche dann mit denen, ja, also bei den einen haben unmittelbar bevor ich ausgestiegen bin, ist ein Pärchen da gewesen und die haben dann drauf gezeigt und mir, wow, wir warten das so, ja. Ja, wir sind auch auf der Warteliste, wir warten schon darauf, dass wir das auch kriegen. Please close the windows and start collecting your things. Sehr interessant, das habe ich jetzt nämlich noch nicht so beobachtet, was er da mit dem Sensorfilm mit dem Spiegel macht. Das muss ich jetzt. Be sure to keep your hands and arms in the car. Ja, wenn du das Fenster aufmachst, sagt er das. Ja. Und hier gibt es einen Knopf, der sagt Android, und da kannst du auch die Teleoperationszentrale, also die Zentrale, wenn es irgendein Problem gibt. Kannst du Kommunikation aufnehmen in der Standby? Ja, also wenn irgendein Problem ist, dann meldet sich jemand von dort. Also ich hatte einmal an einem Tag das Problem, dass drei der Fahrzeuge sind stehen geblieben, sind nicht losgefahren sind und hat sich immer jemand gemeldet von dort und da hatten sie Probleme, weil das eben so an der Grenze, scharf an der Grenze zum außerhalb der Service Area war und das Fahrzeug dann verwirrt war, glaube ich, und deshalb auf nicht automatisches Fahren geschaltet hat. Ja. So, und wir sind da. Ja. Und da oben hast du die LiDARs, ja, die Kameras. Die LiDARs, das sind diese Pucks, ja. Die schauen runter auf die Gehsteigkante und dann oben. Und Radar, das ist hier Radar, das du hast. Und die sind natürlich alles Sonne. Nicht fürs Auto steigen, nicht fürs Auto steigen, weil der versucht ja wegzufahren. Ja. Und ist die Tür zu? Ja, die Tür ist zu. Ist die Tür zu? Ja. Ist die Tür zu? Dann müsstest du eigentlich dann losfahren. Kannst du vielleicht ein Foto von mir da fahren? Ja. Okay. Ja. Komm, beeil dich, weil das fährt gleich weg. Ja. Okay. Okay, dann guck wieder noch.